Hi und willkommen zurück. Ich hoffe, mit dem vorigen Video hast du die Grundlagen der schriftlichen Division festigen können. In diesem Video werden wir uns mit den beiden Varianten der Division beschäftigen. Wir fangen mit der ersten Variante an. Nimm dir also ein Blatt und einen Stift zur Hand, denn gleich wird gerechnet. In deiner Klasse seid ihr 29 Lernende und ihr plant einen Ausflug ins Museum. Die Kosten für Eintritt samt Führung machen für die gesamte Klasse 406 Euro aus. Wie viel Euro betragen die Kosten pro Person? Ja, du hast richtig erkannt, es wird geteilt. Schreibe die Rechnung auf und bestimme den Stellenwert des Quotienten. Bist du wieder da? Sehr gut. Die Division lautet 406 durch 29 und der Quotient hat 2 Stellen. Jetzt können wir rechnen. Du hast ja bereits festgestellt, dass der Quotient aus 2 Stellen besteht. Durch das Häkchen wissen wir, mit welcher Zahl wir anfangen müssen. Also, wie oft kommt 29 in 40 vor? Genau, einmal. Einmal 29 ist 29. Das müssen wir von 40 abziehen. Daher setzen wir ein Minuszeichen davor und einen Strich darunter. Nun subtrahieren wir und erhalten 11 als Differenz. Jetzt holen wir die nächste Stelle des Dividenden herab. Also steht hier 116. Achtung! Es ist sehr wichtig, dass du die Ziffern an die richtige Stelle schreibst. Weiter geht's. Wie oft kommt 29 in 116 vor? Viermal. 4 mal 29 ist 116. Minus davor, Strich darunter. 116 minus 116 ergibt 0. Und wir sind fertig. Das Ergebnis lautet somit 14. Zuletzt schreiben wir noch einen Antwortsatz, denn jede Frage verlangt nach einer Antwort. Also Antwort, die Kosten pro Person betragen 14 Euro. Jetzt sind wir fertig. Um sicher zu gehen, machen wir noch die Probe. Die Probe dient der Kontrolle. Somit stellen wir sicher, dass wir richtig gerechnet haben. Dies ist vor allem bei Divisionen von und mit großen Zahlen sinnvoll. Für die Probe benötigen wir die Umkehroperation der Division, also die Multiplikation. Wir erinnern uns, wir rechnen Dividend durch Divisor ist gleich Quotient. Die Probe verläuft in die Gegenrichtung. Wir multiplizieren den Quotienten mit dem Divisor, also 14 mal 29, und erhalten den Dividenden als Produkt der Multiplikation. Ganz einfach. Jetzt multipliziere. Und, ist das Produkt mit dem Dividenden identisch? Sehr gut. Jetzt sind wir uns ganz sicher, dass das Ergebnis stimmt. Hier noch zum Vergleich. Nun habe ich eine weitere Division für dich. Löse folgende Division. Erledigt? Sehr gut. So sieht mein Lösungsweg aus. Ich gebe dir einen kleinen Moment, damit du unsere Rechnungen vergleichen kannst. Stimmen Sie überein? Sehr gut. Das war die erste Variante. Jetzt möchte ich dir anhand derselben Division die zweite Variante vorstellen. Aus der ersten Variante wissen wir bereits, dass der Quotient 2 Stellen besitzt. Ab hier ändert sich unser Lösungsweg. Anstatt das Produkt anzuschreiben, rechnen wir im Kopf und schreiben direkt die Differenz an. Also, 13 kommt in 18 einmal vor, einmal 13 ist 13, 18 minus 13 ergibt 5. Der Zwischenschritt in Rot wurde somit ausgelassen. Weiter geht's, nächste Stelle herab. Wie oft kommt 13 in 52 vor? Viermal. 4 mal 13 ergibt 52, 52 minus 52 ergibt 0. Wieder haben wir den Zwischenschritt ausgelassen. Da es dieselbe Rechnung ist, sind auch die Ergebnisse gleich. Der einzige Unterschied liegt an den Zwischenschritten. Ohne diese sieht die Rechnung folgendermaßen aus. Recht kurz, oder? Daher wird die zweite Variante Kurzform und die erste Langform genannt. Wenn du der Meinung bist, dass du es ohne Zwischenschritte schaffst, auf das richtige Ergebnis zu kommen, dann verwende die Kurzform und erspare dir die Zwischenschritte. Du weißt, wir Mathematiker sind sehr faul, wenn es um das Schreiben geht.
Falls du dir noch unsicher bist, dann verwende die Langform. Das ist total in Ordnung. Schließlich führen beide Wege auf dieselbe Lösung. Lieber eine längere Rechnung als eine falsche Rechnung. Und erneut bist du am Zug. Wähle eine Variante aus und berechne die folgende Division samt Probe. Fertig? Hier siehst du zum Vergleich beide Lösungswege. Das Ergebnis dieser Division lautet 33. Du musst wissen, nicht jede Division geht sich perfekt aus. Es gibt auch Fälle, wo ein Rest überbleibt. Du fragst dich bestimmt, was ich damit meine. Ich erkläre es dir wieder anhand eines Beispiels. Am letzten Schultag möchte eure Lehrkraft mit dem Zeugnis noch ein paar Bonbons verteilen. Ihr seid 29 Lernende und sie hat insgesamt 100 Bonbons dabei. Wie viele Bonbons stehen pro Kind zu? Na, wie lautet die Rechnung? Richtig, 100 dividiert durch 29. Natürlich rechne ich wieder vor. Wie du richtig erkannt hast, hat der Quotient nur eine Stelle. Wie oft kommt 29 in 100 vor? 3 mal. 3 mal 29 ist 87. Wir subtrahieren und erhalten 13 als Differenz. Da es aber im Dividenden keine weitere Stelle mehr gibt, können wir auch nicht mehr weiterrechnen. Und da 29 in 13 nicht vorkommt, bleibt 13 als Rest über. Hier auch noch in der Kurzform, also ohne den Zwischenschritt. Um sicher zu gehen, machen wir noch die Probe. Eigentlich rechnen wir ja Quotient mal Divisor. Aber da 29 mal 3 kürzer ist, habe ich die Faktoren vertauscht. Denn wir wissen, dass die Vertauschung der Faktoren das Produkt nicht verändert. Dieses Produkt ist nur ein Zwischenergebnis. Denn in einer Extrarechnung muss noch der Rest dazu addiert werden. Erst dann erhalten wir den Dividenden als Ergebnis. Das heißt, 87 plus 13 ergibt 100 und wir sind fertig. Nun fehlt noch ein Antwortsatz. Jedem Kind stehen 3 Bonbons zu und es bleiben 13 übrig. Wahrscheinlich wird sie diese mit den Kollegen und Kolleginnen teilen. Ein letztes Mal in diesem Video bist wieder du am Zug. Löse die folgenden 3 Divisionen in einer Form deiner Wahl und mache die Probe. Erledigt? Sehr gut. Lass uns vergleichen. Natürlich stelle ich dir beide Arten zur Verfügung. Der erste Quotient ist 32 und es bleibt 15 Rest. Die zweite Division ergibt 261 und hat keinen Rest. Der dritte und letzte Quotient lautet 33 und übrig ist 92 Rest. Du kannst das Video gerne stoppen, um die Ergebnisse zu vergleichen. Ich bin mir sicher, dass du auch diese Rechnungen richtig gelöst und die schriftliche Division auf mindestens eine Art gemeistert hast. Und wieder haben wir das Ende eines Videos erreicht. Wenn du dir noch unsicher bist, spule das Video zurück zum Anfang und schau es dir in Ruhe nochmal an. Sobald du dich bereit fühlst, klicke auf das nächste Video, denn da widmen wir uns einigen anspruchsvolleren Aufgaben. Also, bis gleich im Mastery, dem finalen Video.